Hallo, hier ist Philipp Haas von Investor Search TV und das kann ein wirklich ganz, ganz wichtiges Video sein, denn ich möchte hier mein neu entwickeltes Erfolgsformel vorstellen, die ZERK-Erfolgsformel. Die basiert auf dem Work-Life-Mind-Balance-Modell. Könnt ihr euch auch das Video hier oben einmal anschauen. Das Modell besagt eigentlich, dass halt im Leben, glaube ich, um glücklich oder erfolgreich zu sein, es irgendwie drei Sphären gibt. Die Ich-Sphäre, die Familie, Freundessphäre und die Außenwelt. Ja. Und da gibt es dann drei Kapitalarten dazu. Sehen wir hier das Humankapital, Sozialkapital und Finanzkapital. Und idealerweise schafft man es in allen drei Bereichen einigermaßen erfolgreich zu sein. Es sind Faktoren, ja, wenn man zum Beispiel nur Geld hat, aber keine Familie, keine Freunde und ist super unglücklich und lebt ungesund, dann ist man vielleicht im Leben trotzdem nicht so erfolgreich, obwohl man vielleicht in der Außenwelt als Multimillionär wahrgenommen wird. Deswegen glaube ich, ist da so eine Balance nicht schlecht oder zumindest lebe ich so mein Leben oder messe mein Leben so. Ich habe jetzt auch in den letzten Tagen so ein bisschen nachgedacht, woran es eigentlich dann liegt, wenn man in irgendeiner Sache erfolgreich ist oder nicht. Ja, kann verschiedene Bereiche sein, ein Startup, Karriere, ein Investment, eine soziale Beziehung und habe das jetzt dann noch um die Sachen Ressourcen, Persönlichkeit erweitert. Sehen wir hier oben, werde ich auch gleich noch näher erklären. Aber ihr seht, diese drei Bereiche passen immer dann auch zu dem jeweiligen Level. Humankapital, Ich, Energie oder IQ, also das eine ist immer halt auf euch bezogen, das eine ist auf euer engeres Umfeld bezogen, das eine ist auf die große weite Welt bezogen. Ja? Was einem vielleicht nicht immer klar ist und auch man sich immer wieder vor Augen halten sollte, Zeit ist extrem wichtig. Ja? Es gibt nicht diesen Shortcut, diesen schnellen Weg zum Reichtum, zu einer gesunden Beziehung, zum erfolgreichen Startup, zum glücklichen Leben. Ja, alles dauert seine Zeit. Ja, ich muss ja für alles, was ich mache, muss ich irgendwie Zeit aufwenden. Ob ich dann was mache, ist wieder was anderes, aber ich brauche Zeit. Ja, also selbst wenn es theoretisch nur 5 Minuten sind, ist ja trotzdem Zeit. Und je mehr Zeit ich für etwas auch verwende oder es nutzen kann, desto besser, erfolgreicher sollte ich da in dieser Sache eigentlich werden. Und meiner Meinung nach ist nachhaltiger Erfolg halt auch nicht über Nacht möglich. Es gibt auch diese 10.000-Stunden-Regel, dass man eine Sache wirklich 10.000 Stunden machen sollte. Ist natürlich alles nur so eine Handregel, aber das ist halt auch nicht die 10.000 Minuten oder 10.000 Sekunden-Regel. Ja? Und das Zweite, was auch wieder unterschätzt wird, sind Entscheidungen. Ja? Manche Leute haben vielleicht genau die gleiche Ausbildung, das gleiche Kapital etc. Aber je jünger man ist, deswegen ist es vielleicht auch wichtig, wenn ihr das Video schaut, wenn ihr jung seid, diese Entscheidungen können ganz anderes Leben beinhalten, die ihr dann trefft. Ja, jeden Tag trifft man hunderte kleine Entscheidungen, die sind per se immer nicht wichtig. Zusammen ergeben halt dann auch irgendwie die Persönlichkeit oder was man auch schafft. Aber es gibt halt auch große Entscheidungen, die man vielleicht trifft. Der Umzug in eine Stadt, ja, welchen Partner ich heirate, welche Investmentstrategie ich vielleicht mache oder dass ich überhaupt eine mache, dass ich mich für Firma A oder B entscheide und die eine startet komplett durch und steige da komplett auf und die andere geht pleite und ich muss wieder neu in einer anderen Branche anfangen. Das sind alles Sachen, wo letztendlich spielen natürlich da auch noch was anderes mit dazu, aber man kann das auf Entscheidungen runterbrechen. Und um langfristig seine Ziele zu erreichen, muss man halt auch die entsprechenden Entscheidungen treffen. Das kann sogar auch unbewusst sein oder halt wirklich bewusst, dass ich sage, ich will dahin und ich in 10 Jahren und ich treffe deswegen die und die Entscheidung. Und oft ist halt auch wichtig, dass man langfristige Entscheidungen trifft, ja, oder mit langfristiger Perspektive. Viele Leute denken halt nur sehr, sehr kurzfristig, sei es im Aktienmarkt oder im Leben. Und da ist, glaube ich, auch als mein Ratschlag, dass man das mit einer langfristigen Perspektive trifft. Ja, wie kann ich bessere Entscheidungen treffen? Wäre vielleicht auch nochmal ein Thema für ein weiteres Video. Aber ich glaube, da spielt halt auch die Ich-Welt eine Rolle. Ja? Also mit IQ hilft sicherlich, wobei zu viel vielleicht auch wieder negativ ist. Ein EQ, aber auch Mut, ja? Dass ich was für eine Persönlichkeit ich bin, dass ich auch Sachen mache oder anpacke oder halt lieber irgendwie immer nur zu Hause sitze. Das sind sicherlich auch Sachen. Aber auch mein Umfeld. Ja? Also
auch wenn man sehr ein unabhängiger Denker ist, man ist doch immer geprägt von den engsten Leuten, die einen umgeben. Da kann man sich nicht komplett von frei machen, sei es Familie, Freunde oder halt auch die persönliche Situation. Ja? Also ob ich jetzt, wenn ich jetzt Familie mit 3 Kindern habe und bin Mitte 30, ist vielleicht die Gründung von einem Startup eine andere Entscheidung, als wenn ich 22 bin nach der Uni und meine monatlichen Kosten unter 1.000 Euro sind. Diese Sachen spielen da auch eine Rolle. Und das dritte Faire wäre dann wirklich halt auch meine Erfahrung, meine Wissen und ob ich vielleicht auch so ein Entscheidungskompetenzmodell habe. Ja, was mir zum Beispiel oft hilft, ist immer, wenn du sagst, was ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn diese Entscheidung schief geht. Ja? Und deswegen bin ich bei manchen Sachen sehr, sehr defensiv, weil im schlimmsten Fall bist du irgendwie tot, vielleicht im Sport oder sowas. Ja? Aber bei anderen Sachen, wenn ich jetzt eine super riskante Aktie für 2.000 Euro kaufe beispielsweise, das Schlimmste, was passieren kann, ist es weg. Ja? Und das hat letztendlich, ist vielleicht ärgerlich, aber vielleicht lerne ich auch was draus und hat aber für mein Leben jetzt keine größere Auswirkung. Deswegen, obwohl es vielleicht riskant klingt, ist es eigentlich nicht wirklich riskant. Ja? Und mit Entscheidungen, die trifft man halt auch, kann man auch andere Leute, sag ich mal, überholen oder schlagen, die vielleicht härter arbeiten, mehr Geld haben etc., weil sie halt die falschen Entscheidungen treffen. Und dann sind wir auch bei der nächsten Sache, nämlich die Ressourcen, die ich einsetze, ja, um irgendetwas zu machen. Denn um ein Ergebnis zu erzielen, muss ich ja auch irgendwas einsetzen. Ja? Beim Investieren braucht ihr Kapital. Ja? Egal, die beste Investmententscheidung hilft natürlich auch nichts, wenn ihr nur 20 Euro zum Investieren habt. Zumindest wäre es natürlich viel besser, wenn ihr da 10.000 Euro investieren könntet. Da sind folgende 3 Ressourcen für mich entscheidend. Das eine auch wieder aus der Ich-Welt, also das nenne ich Energie und Wissen. Ja, das zweite sind Kontakte. Wie groß ist mein soziales Netzwerk? Wobei da auch diese losen Kontakte sehr, sehr wichtig sind, gerade um neue Informationen zu bekommen. Denn oft meine engsten Leute, Familie, die kenne ich sehr gut. Die Sachen, die erfahren, oft habe ich auch. Und zum Netzwerken ist oft halt auch wichtig, dass man dann sehr diverses Netzwerk hat, wo man auch sehr viele verschiedene Informationen bekommt und kann die dann gut einschätzen und Sachen vergleichen. Und das dritte wäre auch Geld vor allem, ja, dass man oder Sachen, die man kontrolliert und die man einsetzen kann. Und das vierte, ja, es spielt auch immer im Leben eine Rolle, ist Glück oder Pech. Das darf man auch im Hinterkopf behalten. Ja. Viele Leute, es sei das Timing, egal wie viel Zeit ihr aufwendet, ob ihr smart seid, viel Energie reinsteckt, auch viel Ressourcen, es spielt einfach auch immer Glück eine Rolle. Das muss man wissen. Aber man kann halt auch seine Chancen auf Glück erhöhen, indem man halt, also sag ich mal, vielleicht mal die Entscheidung clever trifft, indem man seine Risiken absichert und vielleicht dann auch, wenn man merkt, man hat in dieser Sache Pech gehabt, irgendwie was anderes neu anfängt. Ja? So, und was gibt es jetzt alles zusammen? Ja, vielleicht hat es der ein oder andere schon vom Titel sich überlegt. Das ist jetzt diese Zerg-Erfolgsformel, kam eigentlich relativ zufällig von diesen 4 Sachen, die sich gegenseitig multiplizieren, wobei man kann auch sagen, Glück ist vielleicht auch nur ein Plus. Also am wichtigsten ist, glaube ich, Zeit, richtige Entscheidungen treffen, Ressourcen haben und dann auch ein bisschen auf Glück hoffen. Und mit diesen Sachen, glaube ich, kann man dann auch Erfolg in verschiedenen Bereichen haben. Ja, wir können uns auch ein paar Beispiele anschauen. Ja, im Startup, es braucht Zeit, um zu wachsen. Ich muss viel Energie reinstecken, wahrscheinlich auch Kapital und Ressourcen. Die Entscheidung ist aber auch, welche Idee ich verfolge. Ja, weil klar, eine Idee heißt manchmal, ist nicht viel wert. Aber oft ist halt auch so, 10 Startups sind genau gleich. Und die eine Idee hat halt dann auch noch das richtige Timing, was man auch unter Glück verstehen kann. Wobei das natürlich vielleicht auch ein bisschen beides. Ja, bei einer Aktie brauche ich Zeit, Kapital, Aktienauswahl ist die Entscheidung. Und da hilft natürlich auch noch ein bisschen Glück, wobei langfristig wahrscheinlich Glück da auch ein geringerer Teil ist. Beziehungen, ich muss auch, sei das mit dem Kind, dem Freund, dem Ehepartner, ja, ich muss Zeit reinstecken, auch Energie, aber ich treffe auch eine gewisse Partnerauswahl. Das ist vielleicht auch die wichtigste Entscheidung im Leben, welchen Partner man heiratet, vor allem wenn da Kinder involviert sind. Das kann man ja auch sehr schwer rückgängig machen oder nur unter sehr hohen Kosten aller Art, ja, finanzieller Art, sozialer Art und auch humaner Art.
aber auch Karriere. Ja, da helfen natürlich Kontakte, aber auch zum Beispiel die angesprochene Firmenauswahl, was ja auch eine Entscheidung ist, welchen Karriereweg ich gehe. Ja, zum Beispiel bei meiner Frau war vor 5 Jahren die Entscheidung, sie hätte in ein interessantes Startup gehen können, dort für ein Land, glaube ich, den Head of Spanien sein können oder also war ein Startup und es da aufbauen können, vor allem mit Sales, wo sie wäre zu Amazon gegangen. Kam für beide Sachen hin und her überlegt, aber da war dann die Idee, dass man halt irgendwie in einem Weltklasse-Unternehmen mehr lernt, als wenn ich irgendwie da alles, sag ich mal, so ein bisschen in One-Man-Show mache und plus, ne, wenn man sich überlegt, irgendwann vielleicht mal Kinder, ist so eine gesetzliche Sicherheit natürlich auch nicht schlecht. Das Startup fand ich damals auch super, gibt's, glaube ich, aber nicht mehr. Mit Amazon halt auch funktioniert, ne, gibt auch da Aktienoptionen und man lernt viel und auch vom Lebenslauf natürlich top. Ja, hat sicherlich auch ein bisschen Glück gespielt, aber ist halt auch eine Entscheidung. Ja. Deswegen Fazit, überlegt euch halt auch immer so ein bisschen, es geht nicht immer schnell, es braucht alles seine Zeit, auch Geduld ist wichtig, gerade wenn man jung ist, anfangs war ich auch ungeduldig, dass man sagt, ja in 1, 2 Jahren brauche ich irgendwie super, alles muss funktionieren, es dauert schon ein bisschen, deswegen ist auch okay, vielleicht mal in einer guten Firma zu arbeiten oder in einer Firma, wo man viel lernen kann, um Wissen aufzubauen, sich aber auch überlegen, wo man langfristig hin will und dann die Entscheidung dementsprechend anpassen. Ja, denn mit den richtigen Entscheidungen könnt ihr vielleicht den einen oder anderen schlagen, der sogar smarter ist als ihr oder mehr arbeitet, weil ihr das vielleicht langfristiger gedacht habt oder einfach umgesetzt habt. Ja, auch viele sehr erfolgreiche Unternehmer haben ja keine Universitätsbildung, teilweise keine Schulbildung und haben das auch alles geschafft durch gute Entscheidungen, aber natürlich auch ein bisschen Glück, harte Arbeit, spielt da alles nur eine Rolle. Aber auch Dinge, die man nicht so ändern kann oder wenig ändern kann wie ein IQ, das ist alles untergeordnet. Ja? Das ist alles nicht so schlimm und auch Geld ist nur eine Art der Ressourcen. Zeit haben alle gleich viel, ist vielleicht so die wertvollste Ressource, deswegen spielt sie bei allen hier eine Rolle. Aber es ist vielleicht auch das Ziel, dass man halt Sachen schafft, wo eure Zeit nicht so beansprucht wird, aber die Zeit trotzdem für euch arbeitet. Bestes Beispiel Investments. Ja. Wenn ich einmal eine Top-Aktie kaufe, tue ich einmal vielleicht Zeit aufwenden für das Research, dann treffe ich die Entscheidung, aber da muss ich nicht weiter Energie aufwenden oder arbeiten, aber die Zeit läuft für mich und jedes Jahr im Idealfall steigt die Aktie oder ich kriege eine Dividende. Also Geld ist natürlich gerade für den finanziellen Erfolg auch wichtig, aber ihr seht, man kann das auch über andere Sachen auffangen mit einer langfristigen Perspektive. Und heute sind die Eintrittsbarrieren in vielen Bereichen ja auch nicht mehr so hoch in der digitalen Welt. Ja. Deswegen, man ist seines eigenen Glückes Schmied, ja, aber Glück spielt auch immer eine Rolle, denn niemand weiß immer alles. Und oft ist halt dann der Zufall, man spekuliert auf irgendwas, ob es dann kommt oder nicht, ist was, was dann in den Sternen steht. Aber wie gesagt, das ist so mein Gedanke. Ich habe das jetzt nicht aus irgendeinem Buch kopiert, sondern natürlich ist man auf irgendwelchen Sachen, die man gelesen hat, davon inspiriert. Aber es ist ein bisschen die Weiterentwicklung von dem Work-Life-Mind-Balance-Modell und wie ich das mir so überlegt habe. Gerne natürlich Feedback geben. Wie seht ihr diese ZERC-Formel? Was spielt noch rein? Was sollte man wegnehmen? Wie kann man das auch anwenden? Gerne kommentieren. Wollte ich einfach nur teilen, wie ich mir darüber Gedanken gemacht habe. Und auch ganz wichtig, jetzt ist mal halt Erfolg auch nicht immer, in Deutschland wird ja immer reich, Erfolg wird immer so negativ gesehen, sondern dass man Erfolg eigentlich als ein glückliches Leben sieht, was für jeden ein bisschen anders sein kann. Aber ich glaube halt, diese drei Faktoren spielen bei allem ein bisschen eine Rolle und dass man das halt balanciert und sich auf diese 4 Bereiche des ZERC auch nochmal konzentriert und vor allem halt diesen Faktor Zeit und Entscheidungen sich darauf Gedanken macht, dass man richtige Entscheidungen treffen kann, was, glaube ich, ein ganz, ganz großer Hebel ist. Und eine gute Entscheidung, glaube ich, zum Beispiel, wenn du es noch nicht getan hast, ist, diesen Kanal zu abonnieren, vielleicht auch meine kostenlose Finanzleser Finanzpost und vielleicht sogar ein Wikifolio, vielleicht ist es auch eine gute Entscheidung. Aber wie gesagt, das muss jeder immer selber treffen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video.